Willi, für Außenstehende sieht das natürlich alles sehr ungewöhnlich aus. Und es ist wohl auch ungewöhnlich, dass ihr einen solchen Großmeister hier als Trainer heute habt. Ja, Siegfried Lohry ist ein Großmeister, ein deutschland- und europaweit bekannter und anerkannter Trainer. Und wir sind sehr stolz, ihn hier zu haben. Und man sieht es an der Masse der Leute, also über 60 teilweise hochgraduierte Darnträger sind hier, um von ihm zu lernen. Die Techniken, die er zeigt, sind sehr effektiv und sehr wirkungsvoll. Also er geht sehr viel auf Schmerzpunkte, gerade bei Fingerhebeln, so wie wir das eben gesehen haben. Damit kann man schon einiges anrichten. Also sieht unspektakulär aus, ist aber sehr, sehr schmerzhaft. Wie bist du auf ihn gekommen? Hast du schon Kurse bei ihm vorher besucht und dachtest jetzt, das wäre auch mal was für Rens? Ja, also ich habe mehrere Kurse bei ihm besucht und habe ihn auch schon selbst am eigenen Leib erfahren dürfen. Und in ein paar netten Gesprächen und auch nach dem ein oder anderen Weizenbier sind wir dann der Meinung gewesen, so etwas hier mal nach Rens zu holen. Und wie sich zeigt, war das eine gute und richtige Entscheidung. Also die Teilnehmer zum Beispiel, die kommen aus ganz Deutschland. Also das sind Leute aus Passau, aus München, aus Norddeutschland, aus Bremen, aus dem Ruhrgebiet und wo die überall herkommen. Also und natürlich nicht zuletzt auch viele hier aus TuS Rens, die also hier auch auf der Matte sind. Also auch für euren Verein eine große Ehre, kann man sagen, so jemanden mal hier nach Rens holen zu können. Ja, natürlich, eine absolute Ehre. Wir sind sehr stolz darauf, dass er hier ist und dass er auch in seinem eng gesteckten Terminkalender die Zeit gefunden hat. Und ich hoffe, dass das nicht das letzte Mal war und ihm gefällt es auch. Und deswegen hoffen wir, dass er nochmal herkommt. Ja. Wie geht das jetzt für die Teilnehmer weiter? Die trainieren jetzt Dinge, die ihr gezeigt bekommt und können das dann weiter anwenden? Also 80% der Teilnehmer hier sind selbst Trainer. Das heißt, er gibt sein Wissen an die weiter, zeigt die Techniken und die Teilnehmer nehmen das dann mit in ihre Schulen und bringen es da an die Schüler oder an die Vereinsmitglieder weiter. Paula und Lara, zwei Mädchen, so ziemlich die einzigen Damen oder ganz wenige Damen heute in diesem Sport. Was fasziniert euch daran? Ja, also wir machen das schon länger, wir trainieren auch schon länger zusammen und es ist halt irgendwie auch so eine Gewissheit, dass man auch auf jeden Fall weiß, sich irgendwie zu verteidigen auch. Ja, gerade als Frau hat man es ja manchmal schwerer, sich zu verteidigen. Und ich meine, es macht auch generell Spaß, dass man mit mehreren zusammen das trainiert und halt weiß, wie man sich verteidigen kann und nicht, also auch mit verschiedenen Gegenständen. Ja. Also eine Sportart, die fit hält, die Spaß macht und die man praktisch im Leben auch in einem Ernstfall, von dem man ja hofft, dass er nie eintritt, aber notfalls könntet ihr euch so richtig wehren. Ja. Ja, also auf der Straße ist das natürlich immer alles was anderes, aber man hat halt so auf jeden Fall so eine Gewissheit, dass man auf jeden Fall etwas könnte, wenn es eintreten sollte, dass irgendwas passiert oder so. Ja. Also hier beim Training geht es dann immer so richtig ganz hart zu? Nee, eigentlich nicht so, weil wir verletzen uns ja auch nicht, das wäre was anderes noch. Also man passt halt auf, dass man mit dem man trainiert, dem nicht weh tut. Woher kommt ihr? Aus Mülheim. Ja, auch aus Mülheim. Also nicht jetzt ganz so weit weg. Wie ist das für euch, mit einem solchen Großmeister zusammenzuarbeiten? Ja, es ist halt auch erstaunlich, so zu sehen, wie weit Leute auch kommen können in so einer Sportart. Das ist halt schon erstaunlich auch manchmal so, was Menschen alles so können auch. Ja, ja, vor allem, wenn man die ganz Kleinen sieht, die schon Schwarzgurt haben, dann ist es schon cool. Dann wünsche ich euch noch ganz viel Erfolg und viel Freude dabei und hoffe, dass ihr es niemals wirklich anwenden müsst. Ja, danke. Herr Lohry, wir haben eben schon gehört,
Willi Macher sagte, es ist für ihn eine große Ehre, dass Sie hier nach Rens gekommen sind. Sie hätten aber auch viel Spaß dabei. Ja, ja, ganz klar. Ich kenne die Leute schon längere Zeit jetzt. Ja, und ich mache natürlich meinen Sport auch gern. Und wenn ich natürlich noch an einen Ort fahren kann, wo ich noch gar nicht war. Das heißt natürlich nicht, dass ich noch nie am Rhein war, weil ich bin ja jedes Jahr beim Thomas Stein eingeladen und das Jahr schon zum 12. Mal. Und jetzt dieses Jahr bin ich halt nach Rhens eingeladen, was ich den Wülfried mache. Und ich bin natürlich sehr gerne auch hierher gefahren. Das ist auch eine schöne Gegend und die Leute machen auch mit Spaß mit und das ist mir wichtig. Und die können auch richtig was Neues lernen. Gibt es denn in dieser Sportart grundsätzlich neue Dinge? Sie sind jetzt 50 Jahre als Trainer schon im Geschäft. Was hat sich da verändert? Also von der Technik, ich sage immer so, man kann keine Technik oft genug üben. Mhm. Was wichtig ist für die Praxis, was man ja heute in der heutigen Zeit, ja, kann man sagen, sehr wichtig ist, dass man Selbstverteidigung beherrschen würde. Ganz wichtig wäre es natürlich die Selbstverteidigung für Frauen oder für Mädchen. Und ich bin ja vom Beruf Vollzugsbeamter gewesen, also ich war 27 Jahre bei der Justiz, war Sicherheitsbeamter und war im Sportausbilder für Justizbeamte, Polizeibeamte, Sondereinheiten und kann sagen, ich bin als Referent seit 55 Jahren auf der ganzen Welt unterwegs. Das finde ich total faszinierend, eine Sportart, die jetzt nicht nur der Sportart wegen ausgeübt wird, sondern mit der man wirklich im Leben was anfangen könnte. Aber ich habe das eben mit den beiden Mädchen besprochen, in einer Situation, von der man ja hofft, dass man nie reinkommt. Das ist richtig, ja. Das ist natürlich gut, wenn man nicht in so eine Situation kommt. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man in so eine Situation kommt, man kann sich zu helfen wissen und man kann sich halt verteidigen. Das heißt ja vom Strafgericht her, Paragraph 32 im Strafgesetzbuch heißt ja Notwehr. Wenn ich Notwehr Selbstverteidigung mache, darf ich mich auch verteidigen und soll. Und ist ja auch wichtig, dass sich derjenige verteidigt, weil da geht es ja um mein eigenes Leben oder um meine eigene Gesundheit, vielleicht auch um Existenz. Und dann ist halt Selbstverteidigung, ja, sagen wir mal, gut angebracht und auch wichtig. Unterheben und strecken beim Kopf nach vorne. Das ist ein ganz schmerzhafte Technik. Das ist der Schulterhebel mit Genickhebel. Gut. Leider machen es halt immer noch zu wenig Menschen die Selbstverteidigung. Das nützt auch nichts, wenn sich die Leute heute, die Menschen sich irgendeine Waffen aneignen oder kaufen. Mhm. Erstens ist ja, wenn einer keinen Waffenschein hat, dürfte er keine Waffe nicht haben. Und wenn er halt eine Selbstverteidigung macht, dann ist er ja nicht bewaffnet, sondern er verteidigt sich ja nur mit seinem Körper. Und das ist ja auch von der Rechtsprechung her auch in Ordnung. Und ich begehe keine Straftat. Ja. Also von Leuten, die sich jetzt Pfeffersprays kaufen, um die bei sich zu führen, da halten sie nichts. Ne? Da würde ich gerade sagen, es gibt viele Leute, die kaufen sich halt ein Pfefferspray oder ein Gasspray oder irgendein der Richtung was, also Chemikalien. Es gibt ja Situationen, wenn es die Frau zum Beispiel ein Pfefferspray oder ein Gasspray einsetzt und es ist eine schlechte Witterung und die steht vielleicht gegen den Wind, dann hat sie die ganze Ladung selber im Gesicht und dann hat der Täter ja noch ein leichteres Schaffen, weil sie ja die Frau dann sicher selber schon ein paar Kampfunfälle gemacht hat. Also ich halte von so den Chemikalien nichts, die waffenlose Selbstverteidigung oder, was wir heute auch schon gemacht haben, Verteidigung mit einem Regenschirm oder mit einem Stock. Oder es gibt den sogenannten Kubo dann, das ist also ein kleiner Mini-Schlagstock, der ist ja auch gesetzlich erlaubt und darf sich verteidigen und da auch sich verteidigen kann. Die Situation ist natürlich so, wenn ich irgendeinen Gegenstand habe, mit dem ich mich verteidigen kann und verteidige, und ich kann es nicht, dann kann der Gegenstand auch wieder gegen mich eingesetzt werden. Und das ist natürlich das Schlechte. Und das ist das, wo man sagt, der Mensch oder die Frau oder das Mädchen soll natürlich auch mit dem Gegenstand umgehen können. Und deswegen ist natürlich so ein Selbstverteidigungskurs natürlich schon was Wichtiges. Und dann spielt Größe, Alter und so eigentlich gar keine große Rolle? Spielt keine Rolle, ne? Ich persönlich mag immer gern, wenn mich ein großer, kräftiger angreift und ich kann denjenigen dann zeigen, dass die Größe nicht maßgebend ist. Und in unserem Sport heißt es ja, Körper und Geist
verbinden. Sie haben ja selber auch schon Judo gemacht. Und da heißt das, ist ja der sanfte Weg. Und nachgeben, um zu siegen, das sind so die Sprichwörter oder die Grundeinstellungen in der Selbstverteidigung. Und ich bin schon der Meinung, dass das schon in der, noch dazu in der heutigen Zeit immer noch wichtiger wahrscheinlich sein wird. Und dann wollen wir den normalen Handgelenkstreber hier einwenden und belasten mit dem Ellenbogen sein Schulterblatt. Ja. Herr Lori, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und viel Erfolg noch für Ihre Kurse. Ich bin ja auch in meiner Sportart 5-mal Sportler des Jahres geworden. Ich danke mich auch für das Gespräch und ich war sehr gerne hier in Renz. Das ist eine sehr schöne Gegend. Ich würde hier lieber wohnen als in München. Dann hoffe ich, dass Sie auch noch Zeit finden, vielleicht mal an den Rhein runterzugehen heute und so ein bisschen auch unsere Gegend zu genießen. Wir beabsichtigen, ist am Sonntag auf jeden Fall noch vielleicht sogar noch so eine kleine Rheinfahrt von hier weg bis nach Köln oder irgendwo hin. Prima. Ganz herzlichen Dank. Bitteschön, gern schön.